Hallo liebe Zoofreunde, wie versprochen melden wir uns auch diese Woche wieder mit einem meiner Lieblingstiere und zwar heute mit unserem Rhinoceros-Hornvogel Humphrey. Rhinoceros-Hornvögel gehören zu den größeren Hornvögeln, die es auf der Welt gibt, mit einer Länge von nur einer Größe von 90 bis zu 90 Zentimetern. Hat er schon ordentlich Größe und mit einem Gewicht von bis zu 3 Kilogramm auch einfach schon wirklich ein sehr großer, flugfähiger Vogel. Das eindrucksvollste oder auch der namensgebende Part ist ja der Schnabel, vor allem das große Horn auf dem Schnabel. Da glauben viele Besucher, dass das super schwer sein muss, ist aber gar nicht so. Das ist nämlich so wie eine schwammartige, leichte Knochenstruktur drauf. Weshalb das so ist, das weiß man noch nicht hundertprozentig. Einige sagen, das ist ein Resonanzorgan, um den Schall zu verstärken. Andere sagen, die können damit ihre Körpertemperatur regulieren, fungiert also wie so eine Art Klimaanlage. Das ist aber noch nicht hundertprozentig geklärt. Unser Humphrey hier, der ist schon 32 Jahre alt, was auch schon der verbringt im Prinzip seine Rente hier. Ist also auch schon sehr ein gehobenes Alter für ihn. Seine Frau ist im Alter von 30 Jahren leider verstorben und bei denen ist es recht schwierig, die gehen Dauerehen ein, leben also sehr monogam und wenn die Ehe auseinanderbricht, bei der Partner stirbt, verpaaren die sich auch nicht neu. Das heißt, unser Humphrey hier wird jetzt auch als Witwer die Rente verbringen und ihm wäre es sozusagen egal, wenn man jetzt hier ein junges Weibchen dazu tut. Dafür die würde er sich nicht interessieren, die entscheiden sich einmal und dabei bleibt es dann auch. Die leben in Südostasien, deswegen befinden wir uns auch hier in unserem Regenwald, südostasiatischen Regenwald-Pavillon, der eben dieses Thema hat. Die sind immer stärker bedroht, weil zum einen, dadurch, dass es weniger Nashörner und Co. gibt, hat das Horn auch immer größeren Stellenwert in der traditionellen Medizin. Und die sind Höhlenbrüter. Das kann man hier hinter mir vielleicht in unserem künstlichen Baum sehen. Da ist auch eine Höhle drin. Und die leiden natürlich auch massiv unter dem Verlust der Bruthöhlen bzw. des Lebensraumes. Da sie große Vögel brauchen große alte Bäume, um dort eben drin brüten zu können. Und gerade diese Bäume finden sich einfach immer weniger am Habitat. Und gerade das ist auch besonders wichtig, denn dein weiblicher Hornvogel wird in der Bruthöhle eingemauert. Die suchen sich also einen hohlen Baum, wo sie gerade mit einer Öffnung, wo sie gerade so reinpassen. Dann in der Natur ist es so, dass das hauptsächlich das Weibchen von innen das Loch zumauert, bis nur noch der Schnabel durchpasst. Dazu nutzt sie hauptsächlich Holzreste und Exkremente. Bei uns im Zoo hat auch Humphrey immer ordentlich mitgeholfen, das Weibchen einzumauern. Und wenn sie dann da drin sitzt, versorgt er permanent das Weibchen und später eben auch die Jungtiere. Bevor es dazu kommt, zu bald, die bald sieht bei denen so aus, dass Humphrey, da geht die Liebe durch den Magen. Da macht er seiner Angebeteten immer wieder kleine aufmerksame Geschenke. Das kann halt mal eine Feige sein oder auch mal ein Kleinsäuger oder ein Vogel oder auch ein Vogelei, welches er dann feierlich überreicht, um ihre Gunst zu erhalten. Genau, das Männchen und Weibchen sind ganz leicht zu unterscheiden. Das kann jeder Besucher, wenn ihr das nächste Mal da seid, wenn man sich die Augen von den Vögeln anguckt. Männchen haben nämlich rote Augen und Weibchen weiße Augen. Zusätzlich haben bei den Rhinoceros-Hornvögeln die Männchen noch einen schwarzen Strich am Schnabel bzw. am Horn und somit, der fehlt bei den Weibchen, kann man sie wirklich leicht unterscheiden. So kann jeder sagen, okay, das ist ein Männchen oder eben ein Weibchen. Super! Holst du dir die anderen selber oder soll ich dir die holen? Gut, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Viel Spaß und bis hoffentlich bald wieder im Zoo.